Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Sunny und aktuell auch mit Justin. Im letzten Part hatten wir allerdings ein bisschen Drama-Lama, weswegen wir uns nicht so ganz sicher sind, ob das hier vielleicht noch so ganz richtig ist. Außerdem ist Sunny tatsächlich schwanger, aber ist nicht so happy darüber. Dinge passieren. Ich habe mal wieder ein paar neue Sachen hinzugefügt durch das Home Chef Hustle Pack. Und ich würde sagen, wir generieren direkt. Ich kann nicht reden. Es ist die 145. Erkundige dich über etwas im Internet. Das können wir auf jeden Fall heute tun. Aber wie wäre es, wenn du hier ein bisschen hilfst? Solange er hier jetzt noch wohnt, kann er sich auch nützlich machen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ich habe mich auch sehr gefreut, weil ihr scheint die Story gerade auch ein bisschen zu lieben. Ich meine, Drama macht natürlich auch am meisten Spaß. Bevor sie sich hier einpisst, vielleicht sollte sie schon mal aufstehen. Auch wenn sie noch ein bisschen müde ist. Wir haben nichts mehr zu essen. Wie wäre es mit ein bisschen Rührei mit Speck? Und dann würde ich gerne recherchieren. Aber sie fühlt sich so unwohl. Okay, dann warten wir noch einen Moment, bis wir da auch was Vernünftiges auswählen können. Und wir können natürlich wieder Frösche züchten. Cost the money ist gut. Ich meine, für so ein Kind brauchen wir ja auch wieder ein bisschen Cash. Sehr schön. Hehe. Die Dünger, die lassen sich echt gut verkaufen. Bro, hör auf. Nee, ich möchte nicht, dass du neue Leute kennenlernst. Ich weiß, dass der heartbroken ist, aber da muss er jetzt trotzdem nicht tausendmal zu irgendwelchen Dates gehen, nachdem seine Frau gerade erst gestorben ist. Jetzt ist sie zu angespannt. Keine mehr. Oh, ich wollte sie joggen schicken, aber das geht ja auch nicht. Dann soll sie einfach mal ein bisschen gamen. Als ob ihr das gar nicht hilft hier. Oh, jetzt ist sie eher traurig als angespannt über die Schwangerschaft. Gut, vielleicht. Wir können doch dann auch Discover Baby Number and Birth Gender. Das wäre doch mal was. Oh, Jericho! Ich habe dich nicht gesehen. Mist. Look at the belly. Oh. Auch wenn sie sich nicht freut, ich freue mich. Wegen dem Wetter ist sie jetzt einfach zurückgekommen. Nee, finde ich jetzt nicht in Ordnung. Weißt du was? Ich cheate das jetzt. Ich will das jetzt herausfinden. Starker Regen darf sein, aber kein Gewitter, okay? Will dann nur herausfinden, wie es ausschaut hier. Getting an Ultrasound. You are pregnant with 2 babies. 0 babies will be born a girl. Wir kriegen 2 Jungs. Ich dachte ja, ein Kind wird schon schwierig, aber 2? Warum? Ich kann das alles nicht mehr. Wer hat sich das ausgedacht? Announce baby's birth gender. Okay. Er scheint sich auf jeden Fall erstmal drüber zu freuen. Gibt es diese Option nicht mehr? Mit dem Heiraten für das Kind? Weil ich finde das nicht. Ah, doch, hier. Okay, ich denke, wir fragen ihn. Fragen ihn jetzt. Und daran erkennen wir dann, ob er es ernst meint oder nicht. Okay, er sieht jetzt nicht ganz so begeistert aus. Okay. Er möchte das nicht. Schwierig, schwierig. Also ich meine, daraus können wir uns ja so ein paar Schlüsse ziehen, ne? So, und sie recherchiert jetzt nach Erziehungsmethoden. Oh, oh. Er denkt, es wäre falsch, nur fürs Kind zu heiraten. Also scheint da ja nicht so viel an Liebe hinterzustecken, wenn er denkt, dass es nur fürs Kind ist und nicht, weil sie sich auch lieben. Ich denke, dass wir ihn erstmal trotzdem hier wohnen lassen. Weil ich meine, die ihn direkt rausschmeißen, ist auch ein bisschen wild, glaube ich. Außerdem brauchen wir hier Unterstützung. Ich meine, wenn wir 2 Kinder haben. Und dann können wir ja immer noch sehen, ob er vielleicht einfach noch nicht ready war. Oder ob er sich dann doch denkt, jo, eigentlich war das nur ein bisschen Späßle. Die arme Maus. Ja, weißt du, die kann auch immer kein normales Leben leben, ne? Bei ihr läuft alles schief, von Kindheit an. Ja, Hauptsache, er schafft das mit seinen Videospielen hier. Toll. Och, Mausibär. Sie muss erstmal heulen. Jetzt denkt sie übers Leben nach. Lust auf Action wegen früher Midlife-Crisis. Oh mein Gott, die kommt ja auch noch. Es ist auf jeden Fall gerade ein bisschen schwierig. Mein Girl muss jetzt leider arbeiten. Aber wir lassen sie auf jeden Fall das Ganze ruhig angehen. Weil das wird sonst fürs Baby und für ihren Burnout nicht gut ausgehen sonst. Er will den ganzen Tag auch einfach nur zocken, ne? Was sagt das aus über ihn? Ich habe das vergessen, dass er mit ihr Schluss machen will. Ich meine, dann ist natürlich klar, dass er die Verlobung quasi nicht möchte. Oh mein Gott, Leute. Hallo Schätzchen, wir kommen vorbei, um den kleinen Fratz zu besuchen und helfen, wo wir können. Wie kann man so süß sein wie Jericho? Ich meine, wir haben jetzt eigentlich nicht so viel Platz, aber let's go. Ist voll süß. So, wir öffnen mal den Koffer. Dann können wir ihn willkommen heißen. Hä, kriegt man daraus nicht eigentlich so einen Schlafsack? Wir haben noch den VIP-Eimer. Brauchen wir nicht. Wir tun das mal da rein, weil ich würde behaupten, wir können ja so ein Feldbett aufstellen vielleicht. Also ich finde es realistisch so. Dann können wir seinen Koffer noch hier reinräumen.
Wie lange bleibt er? Wow, bis Freitag einfach. Aber sweet. Jetzt kocht er auch schon. Ich heul. So, wir können ihm das Bett auf jeden Fall schon mal zuweisen. Jetzt geht er einfach vor den Fernseher, ne? Ich kann nicht mehr. Es juckt ihn einfach alles gar nicht, ne? Oh, er hat aufgehört zu kochen. Aber ist trotzdem sweet. Geldmangel. Endlich ist die Schicht von Sunny zu Ende, aber sie kann noch nicht nach Hause gehen, denn in der Kasse ist zu wenig Geld. Sunny weiß, dass es nicht an ihr liegt und muss sich entscheiden, ob sie den Kollegen meldet oder den Mund hält. Ich glaube, Sunny ist so jemand, die sehr ehrlich ist, die dann den Kollegen melden würde. Den Kollegen plagt das schlechte Gewissen. Sunny erhält eine Entschuldigung und das Versprechen, dass er nächstes Mal besser aufgepasst wird. Leistet sei besser im Kleinen. Juhu! Oh, er hat doch jetzt was weitergemacht. Nice. Mini-Hamburger. Sweet. Ich werde die Kids auf jeden Fall erstmal, ich denke, mit ins Schlafzimmer tun. Und dann schauen wir mal. Ich denke, dass wir heute noch nicht das Kind bekommen. Deswegen wäre es super sweet, wenn ihr mir irgendwelche Namensvorschläge in die Kommentare schreiben könntet, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Ich hätte für ein Mädchen einen Namen gehabt, eventuell. Also ich hätte so gesagt, so vielleicht Destiny oder so. Aber da das jetzt ja zwei Jungs werden anscheinend, sieht das natürlich anders aus. Aber das Coole ist, dass wir dann mal mit einem Jungen weiterspielen. Woohoo! Jericho arbeitet noch? Hello? Warum hat sie eine Brille? Lass mir hier neu. Aber theoretisch, so wie es wirkt, scheint Justin ja wirklich nicht das große Interesse zu haben an Sunny oder an den Kindern. Deswegen, maybe werde ich morgen dann die beiden auseinanderbringen, auch wenn ich es nicht möchte. So, sie ist zu Hause und sie legt sich immer direkt schlafen. Vielleicht merkt er auch so, ja, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr neben der zu pennen, keine Ahnung. Sie wünscht sich auch Schluss zu machen. Oh mein Gott! Aber er macht natürlich Schluss, damit es dramatic ist. Weil sie hat dann ja mehr schlechte Stimmungen davon und so. Ja, und was machen wir heute so? 101! Esse dreimal gegrillter Käse hintereinander. Alles klar. Okay, er geht jetzt arbeiten. Sie hat übel Rückenschmerzen, die arme Maus, ey. So, sie kann jetzt in Elternzeit gehen, das wird sie auch auf jeden Fall machen. Sie hat hier noch genug zu Hause zu tun. So, Grillkäse, let's go. Und Rechnung, na super. Frühe Midlife-Crisis. Ah. So, das müsste jetzt der dritte sein. Außer es ist nicht schnell genug hintereinander. Who knows? Yeah, es hat funktioniert. Dann macht sie bitte hier sauber. Das Ding ist, die Tiere kommen halt bei dem Wetter auch nicht raus. Das heißt, wir können die auch nicht so richtig putzen und so. Das ist immer ein bisschen blöd. Ew. Und dann müssen wir wohl die Rechnung bezahlen. Ja, und er kommt jetzt so nach Hause. Was ist das denn für ein Zeichen? Das ist, glaube ich, von der Mod, oder? Aber wir trennen uns jetzt. Und wir sagen, dass es ein Fehler war. Oh. Herz gebrochen einfach. Es ist so fies, ne? Ja, das Spiel fragt jetzt so von wegen Temporary Separation, aber ich glaube, er hat auch einfach gar keinen Bock auf dieses Kind und so. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine, so sie war schwanger und er so, lass mal Schluss machen. Also, ich glaube, dass das so das Problem ist. Also würde das ja nicht unbedingt helfen. Wir machen permanent. Jetzt sind die auch keine besten Freunde mehr. Krass. Vor allem, er hat halt versucht, so peaceful zu sein. Aber Sunny so, jetzt habe ich gerade komplett verarschen. Und ich meine, relatable. Ich meine, sie ist schwanger und wird so allein gelassen. Ich kann es schon verstehen. Verbittert über Trennung. Oh mein Gott. Aber ich würde sagen, sie schmeißt ihn dann jetzt auch einfach raus. Ich finde es zumindest realistisch. Ich meine, das ist ihr Haus. Aber glücklicherweise ist ja Jericho da. Ja, dann zieht er halt wieder bei seiner Mutter ein, ne? Das Geld behalten wir aber. Warum wird der Übernachtungsbesuch dann beendet? Dann laden wir ihn einfach nochmal ein. Wir können ihn nicht einladen. Warum nicht? Hier, jetzt kann ich das auch machen. Oh, er kommt nach Hause und heult direkt. Same. Moon! Brich mir doch bitte nicht nach dem Herz, ey. Jetzt ist sie natürlich wieder ein glücklicher Single, ne? Ja, vielleicht ist dieses Partner-Life doch nicht so für sie gedacht, hä? Oder sie hat einfach nur Pech in der Liebe. Moment! Ich wollte jetzt mal nachgucken, weil das ja vorhin so komisch da stand. Zwei weibliche Babys. Warum war da eben, dass das da, also null weibliche Babys stand da? Ja, vielleicht war das auch einfach nur Bug oder so. Wir kriegen zwei Mädchen. Ja, dann brauchen wir Mädchennamen wohl, hm? Also wie gesagt, Destiny wäre halt eine Überlegung. Weiß ich nicht, ob euch das gefällt. Aber wir haben ja noch ein zweites Kind. Ja, aber wenigstens ist Jericho für sie da. Wir können über alles reden. Das ist schon süß. Boah, da ist was zum Verkaufen. Sie chattet erstmal. Okay. Sie würde gern joggen gehen, aber das kann sie halt nicht als Schwangere. Was für Feuer. Warum? Hallo, bitte. Nein. Bitte nicht ausrasten. Bitte lösch einfach. Dieses Spiel einfach, ne? Warum? Warum tut es mir das an? Wie wäre es, wenn sie mal ein bisschen gamed? Ein bisschen helfen sollte das ja schon. Ist ja eine kleine Ablenkung so. Sie rastet trotzdem die ganze Zeit aus. Sie beleidigt immer. Ist relatable beim Videospielen, je nachdem, was sie spielt, ne?
Aber gerade spielt sie Tetris, also weiß ich jetzt nicht. Obwohl, bei Tetris kann man, glaube ich, auch ganz schön sauer sein. Guck mal, er hat sich auch Grillkäse gemacht. Es war zwar noch was im Kühlschrank, aber kein Problem. Sag mal, willst du nicht duschen gehen vielleicht? Ich meine ja nur. Aber grundsätzlich ist er ja doch irgendwie zufrieden, ne? Aber vielleicht ist er auch froh, dass die sich jetzt getrennt haben, weil er war jetzt ja vielleicht nicht so begeistert, ne? Also die hatten ja immer eine unbehagliche Begegnung miteinander. Was ist mit euch denn jetzt, hallo? Bitte hasst euch nicht. Was war denn jetzt seine Mission? Hamburger. Du musst hier nicht permanent kochen, ne? Nur so. Danach wird erstmal geschlafen. Gute Nacht. Midlife Crisis. Wunsch nach Kreativität. Emotionale Gemälde anfertigen. Buch schreiben. Gemälde des tragischen Clowns betrachten. Blumenarrangements. Ja, hör mal, ey. Wenn sonst nichts ist, ne? Die pisst sich gleich ein, ey. Warum kann sie den Viehstall nicht säubern? Weil die Kuh draußen drin ist? Ja, dann putz sie erstmal. Nein. Wild, wild hier alles. Lassen Sie mich an den Kühlschrank, bitte. Was machen wir heute? Das ist die 107. Warum? So, weil ich mir ganz sicher sein will, dass es die Hälfte ist. Oh, plus. Hm. So, 554. Set it. Ah, au. Ist doch gemein. Ich muss mir doch was für die Kinder leisten können. Die kriegen ja zwischendurch immer Minus. Ich weiß nicht, was bei euch los ist. Ich muss arbeiten. Vielleicht wäschst du dich dann auch irgendwann mal. So, wir brauchen Cash. Das sind zumindest 100 Simoleons durch den Frosch immer. Und den Dünger haben wir hier. Oh, sie ist traurig. Können wir ein trauriges Gemälde machen. Nach der Geburt würde ich ihr dann aber kleines Makeover geben, weil dann ist sie ja wirklich, dann soll sie ja auch eine Mami sein. Und auch wenn sie die Schwangerschaft und so nicht will, ich glaube, sie versucht dann trotzdem das beste Elternteil zu sein, was sich ihre Kinder irgendwie vorstellen können. Also zumindest so gut es geht. Also sie würde sich wünschen wahrscheinlich, dass es denen gut geht. Auch wenn es nicht das ist, was sie sich jetzt vorgestellt hat. Ich meine, es ist immer noch unser Sonnenschein. Auch wenn sie leider sehr oft traurig ist. Aber was passiert, wenn man traumatisiert wird? 245, hör mal. Sie hat beschlossen, dass Gitarre spielen ihr Ding ist. Das freut mich. Aber wir haben jetzt nicht unbedingt das Cash für eine Gitarre. Ah! Warum ist das Baby denn jetzt schon auf dem Weg? Habe ich irgendwas verpasst? Das Problem ist, ich habe jetzt noch keine Babynamen. Deswegen kann ich das jetzt noch nicht durchführen. Es könnte sein, dass dieser Part ein bisschen kürzer ist als sonst. Aber wie gesagt, ich hoffe, das ist okay, weil ich kann jetzt nichts dagegen tun. Ich würde gerne Input haben, wenn ihr Input habt. Und ich, selbst wenn es keinen Input gibt, muss ich mir ja selber was überlegen. Und wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt zur Story generell, das könnt ihr mir auch schreiben. Ich bin bereit. Aber ich sage, wie es ist. Von Generation zu Generation wird dieses Let's Play einfach nur wilder. Aber Dinge passieren. Der nächste Part wird auf jeden Fall sehr aufregend, sage ich. Deswegen hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin und tschüss!